Gehackte oder gecheatete Pokémon gibt es fast wie Sand am Meer. Doch wie erkennt man eigentlich, ob ein Pokémon gehackt oder gecheatet ist? Was haben Eier damit zu tun? Fragen über Fragen, Antworten in diesem Video. Ich glaube, man konnte es sich fast denken, dass der Shiny-Status ein wesentliches Merkmal dafür ist, ob ein Pokémon gehackt oder gecheatet ist. Bei den Fans sind schon immer die Pokémon mit besonderer Färbung sehr beliebt und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass diese natürlich auch die meistgehackten Pokémon sind. Da hat sich auch im Jahr 2022 nicht wirklich etwas daran geändert. Seit der vierten Generation gibt es Pokémon, die zwar angetroffen werden können, aber niemals ein Shiny sein können. Unter den Fans hat sich Shiny Locked etabliert, ein Begriff, der für diesen Zusammenhang steht. Oft sind legendäre oder mysteriöse Pokémon Shiny Locked. Das betrifft zum Beispiel das geschenkte Mew und Jirachi in strahlender Diamant und leuchtende Perle. Shiny Locked können aber nicht nur legendäre und mysteriöse Pokémon sein. So sind zum Beispiel alle Pokémon in Legenden Arceus, die durch eine Quest erhalten oder verschenkt werden, Shiny Locked Pokémon. Dies sind die Pokémon für die Nintendo Switch Spiele, die niemals Shiny sein können. Zu dem aktuellen Zeitpunkt können folgende Pokémon niemals ein Shiny-Pokémon in Schwert und Schild sein. Beachtet hierbei die Notizen. Das hier sind die Pokémon, die in strahlender Diamant und leuchtende Perle niemals Shiny angetroffen werden können. Und natürlich gibt es auch eine solche Liste für Pokémon-Legenden Arceus. Tatsächlich sind es in Legenden Arceus sogar zahlreiche Pokémon, die niemals Shiny sein können. Beachtet hier ebenfalls die Notizen. Des Weiteren sind folgende Pokémon bisher noch nie als Shiny-Pokémon erhältlich gewesen. Das mag vielleicht überraschend sein, aber auch der Fundort, an dem das Pokémon erhalten oder gefangen wurde, ist ein sehr wichtiger Indikator, ob das Pokémon wirklich legit ist. Das Pokémon Rayquaza zum Beispiel kann in der dritten Generation nur im Himmelturm angetroffen und gefangen werden. Da es zuchtunfähig ist als legendäres Pokémon, ist es auch der einzige Ort, an dem ihr es bekommen könnt. Würde also ein Fundort in der dritten Generation von beispielsweise Blütenburgwald stehen, könnt ihr euch sicher sein, dass dieses Rayquaza nicht auf legalem Wege erhalten wurde. Auch wenn Knilz vielleicht gerne mit Rayquaza spielt, ist es leider nicht der richtige Fundort für das Pokémon. Es lohnt sich also immer, die Fundorte zu überprüfen und selbst zu hinterfragen, ob das Pokémon an diesem Ort in dieser Generation überhaupt dort gefangen werden kann. Früher eigentlich von sehr geringer Bedeutung, gibt auch der OT, also der Originaltrainer, darüber Aufschluss, ob das Pokémon auf legalem Weg erhalten wurde. Mittlerweile gibt es nämlich zahlreiche Bots, die Pokémon problemlos generieren können. Da diese Bots aber zeitgleich auch Werbung für den Dienst machen wollen, verwenden diese oft den Nicknamen oder eben den OT als Namen zu diesem Bot. Endungen wie für Internetseiten sind üblich bei einem solchen OT. Dies können Endungen wie .com oder .net sein. Aber auch bei Event-Pokémon sollte man den OT überprüfen, da manche Event-Pokémon nur von bestimmten OTs erhalten werden können. In meinem Fall hier kann dieses Shiny Zeraora nur legit sein, wenn der Originaltrainer Home ist. Bei den Pokémon von den Bots sollte man allerdings Vorsicht walten lassen. Diese Pokémon sind zwar gehackt, müssen aber nicht zwingend nicht legit sein. Durch diverse Patches in den Switch-Spielen ist es aber immer unwahrscheinlicher geworden, solchen Pokémon zu begegnen. Trotzdem ist es nicht ganz ausgeschlossen. Etwas abstrakt wird es jetzt schon, denn auch der Ball kann ein wichtiges Indiz dafür sein, ob ein Pokémon gehackt ist oder nicht. Dazu muss man sich eins vor Augen halten. Viele Eventverteilungen haben Pokémon, die spezielle Attacken können. Und manche dieser Attacken wiederum kann das Pokémon ansonsten nicht lernen. Die Sache ist nämlich auch, Event-Pokémon werden generell in dem sogenannten Jubelball verteilt, einem speziellen Ball, der extra diesen Event-Pokémon vorenthalten ist. Das einzige Spiel, das von dieser Regel ausgenommen ist, ist Pokémon Legenden Arceus. Dort werden die Pokémon auch in anderen Pokébällen verteilt. Das heißt aber auch, beherrscht das Pokémon die spezielle Eventattacke, ist aber nicht in dem Jubelball, kann es auch kein legitimes Pokémon sein, da es die Attacke auf keinem anderen Weg lernen kann. Auch ortbezogene Bälle wie der Safari-Ball sind gerade in älteren Generationen ein wichtiges Indiz, ob ein Pokémon legit an dieser Stelle so gefangen werden konnte. In Pokémon Schwert und Schild gilt das übrigens nicht mehr, weil ihr mittels des Urgelmators auch Safari-Bälle sehr selten bekommen könnt,
und somit alle Pokémon theoretisch in den Safari-Ball gefangen werden können. Man muss ein bisschen Übung darin haben, um durch den Ball festzustellen, ob das Pokémon ein legitimes ist oder nicht. Hat man allerdings den Dreh raus, ist es wirklich ein wichtiger Indikator, den man unkompliziert erkennen kann. Dieser Punkt hier hatte die Jahre zuvor noch nicht so viel Bedeutung. Seit den neuesten Patches für Strahlender Diamant, Leuchtende Perle und Pokémon Home hat sich das allerdings schlagartig geändert. Der ein oder andere Zuschauer weiß sicherlich, dass Azedfluet niemals verteilt worden war. Daher ist es egal wie ein nicht legitimes Pokémon. Die Daten des Pokémon wurden mittlerweile entfernt, was bedeutet, dass wenn ihr euch ein Azedfluet gecheatet habt, es stets zu einem schlechten Ei wird. Habt ihr das jetzt auf Pokémon Home schon vorher übertragen, kann das in bösartigen Fehlermeldungen resultieren, was euch effektiv keine Pokémon mehr bewegen lässt. Es sei hier betont, dass das ein Fehler ist und keine Sperre, da Pokémon Home verhindern will, dass die falschen Daten entsprechend auf ihre Cloud geschrieben werden. In solchen Fällen habt ihr nur die Möglichkeit, auf einen neuen Patch für Pokémon Home oder eine entsprechende Software zu warten. Auch durch Pokémon Home gibt es mittlerweile einige Möglichkeiten, gehackte oder gecheatete Pokémon zu erkennen. Denn geklonte Pokémon von Strahlender Diamant und Leuchtende Perle können gar nicht auf Pokémon Home bewegt werden. Sollte das Pokémon von Strahlender Diamant, Leuchtende Perle dieses Symbol haben, könnt ihr es nicht bewegen. Nur das originale Pokémon, was nicht geklont ist, kann auf die Software bewegt werden. Des Weiteren solltet ihr aufpassen in Pokémon Home, wenn ihr plötzlich Eier auf der Box seht. Denn eins solltet ihr über Pokémon Home wissen: Eier können gar nicht auf Pokémon Home normalerweise gelagert werden. Das heißt, wenn ihr ein Ei auf euren Pokémon Home Boxen sehen solltet, ist es definitiv immer ein schlechtes Ei. Diese Bad Eggs, wie sie genannt werden, können auch nicht getauscht oder gelöscht werden. In den regulären Spielen schlüpfen sie meistens nicht aus, es kann aber durchaus sein, dass sie trotzdem ausschlüpfen und daraus weitere Bad Eggs schlüpfen werden oder sogar Pokémon. Ich habe mal für wirklich lange Zeit ein Video dazu gemacht, wie ihr aus einem schlechten Ei von einem Carpador ein Mewtwo schaffen könnt in Pokémon Smaragd. Völlig verrückt. Dieses Video habe ich euch natürlich in die Infokarte gepackt. Die Sache ist, habt ihr ein Bad Egg auf Pokémon Home gelagert, stehen eure Chancen sehr schlecht, das Bad Egg wieder loszuwerden. Im Prinzip seid ihr als Strafe dann häufigeren Fehlermeldungen ausgesetzt. Das muss nicht zwingend eure Schuld gewesen sein. Leider bringt es meistens nichts, den Kundensupport anzuschreiben und ihn zu bitten, die Bad Eggs zu löschen. Ich hoffe, dass sich das irgendwann mal ändert, denn im Moment verursachen die Bad Eggs mehr Probleme, als dass sie helfen. Generell gibt es zwei sinnvolle Möglichkeiten, wie man verfahren kann, wenn man ein gecheatetes Pokémon erhält. Die erste Möglichkeit ist es, das Pokémon natürlich freizulassen. Für diejenigen, welche ohnehin externe Software wie PK-Hacks nutzen, ist das auch die einfachste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist es, einen Bot zu nutzen, der das Pokémon legit macht und daher die Attacken bzw. Dinge an dem Pokémon abändert, welche zu dem Zeitpunkt, wo ihr es erhaltet, nicht legit sind. Sehr viele fragen sich immer, was passieren kann, wenn man gecheatete Pokémon auf seinem Pokémon-Spiel verwendet. Prinzipiell sei erstmal gesagt, solange man nicht online geht mit der Switch oder mit dem Spiel selbst, kann logischerweise auch nichts passieren. Anders sieht das Ganze aus, wenn man selbst Pokémon zum Beispiel über den Zaubertausch weggibt, die unter die vorherigen Kategorien fallen. Es kann, muss aber nicht sein, dass man für eine gewisse Zeit dann gesperrt wird. Erhält man gecheatete Pokémon, kann euch kein Bann passieren. Das bedeutet aber nicht, dass ihr nicht von Fehlermeldungen betroffen sein könnt. Solltet ihr also zum Beispiel in Pokémon Home bemerken, dass irgendwas mit dem Pokémon nicht stimmt, solltet ihr es eher früher als später löschen. Verändert ihr aber selbst die Daten eures Spielstandes, wie zum Beispiel bei einer Randomizer der Fall sein kann, dann kann das euch schnell zum Verhängnis werden. Gerade wenn ihr die Pokémon dann auch noch auf ein anderes Spiel übertragen wollt. Aber auch bei offiziellen Turnieren, bei denen man seine Pokémon registrieren muss, sollte man vorsichtig sein, da die Pokémon vom System überprüft werden, ob diese legit sind. Noch ist es recht fehleranfällig, allerdings hat man hier in den letzten Jahren, vor allen Dingen seit der Einführung mit Pokémon Home, massiv bei der Erkennung von nicht legitimen Pokémon aufgeholt. Gerade bei letzterer Software, Pokémon Home, ist besondere Vorsicht geboten. Sein Azedfluet auf Pokémon Home zu übertragen, mag zwar verlockend sein, da es aber nie verteilt wurde, ist es ziemlich dumm, das gerade bei Pokémon Home zu tun. In den allermeisten Fällen allerdings wird aber tatsächlich nichts passieren, auch wenn es durchaus im Einzelfall anders sein kann.
Hoffe, das Video hier hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall ein Like da. Für mehr solcher Videos gerne abonnieren, denn es haben mich ca. 58% meiner Zuschauer nicht abonniert. Würde mich freuen, wenn ihr gerade als regelmäßiger Zuschauer den Schritt erwägen würdet. Für Top 5 Wege, wie Hacker in Pokémon bestraft werden, klickst du oben rechts. Für 10 ungeschriebene Gesetze in Pokémon klickst du unten rechts. Abonnieren und Glocke aktivieren, wenn dir meine Videos gefallen. Like das Video und bis zum nächsten Mal, meine Freunde des Pokémon-Universums.